Liebe Zuschauer, auf vernünftige, konkrete Fragen lässt sich natürlich einfacher antworten als auf spekulative. So will ein Heinrich Wagener von mir wissen, wie ist die krass ablehnende Haltung Glenn Goulds zu Mozart zu verstehen? Und weiter, wie stehen Sie selbst zu Mozarts Klaviermusik? Wie zu Kirchenverzeichnis 271, wie zu den Sonaten? In Vorfreude auf Ihre Antwort, Heinrich Wagener. Glenn Gould habe ich selber noch spielen erlebt. Das gehört zu den Vorteilen eines riesigen Nachteils, nämlich sehr alt zu sein, dass man bestimmte Dinge noch persönlich mitgemacht hat, die die Jüngeren nicht mitmachen konnten. Glenn Gould hörte ja während der 60er Jahre schon auf, öffentlich zu konzertieren. Vorher war er einmal mit Karajan in Deutschland und da habe ich ihn gehört. Da spielte er das C-Moll-Klavierkonzert von Mozart, war noch längst nicht so halb verrückt wie später, wo er barfuß auftrat, wo er dazwischen sang, sondern er war ein relativ beflissener, genialischer Pianist, der das C-Moll-Konzert von Beethoven ausgezeichnet interpretierte. Er hat zum Beispiel eine große Vorliebe gehabt für alles Polyphone. Und es gibt in dem ersten Satz des C-Moll-Klavierkonzerts von Beethoven eine Originalkadenz von Beethoven, wo der Beethoven am Schluss sogar ein Presto vorschreibt. Und da fügt Glenn Gould noch eine Beethoven-Stimme tollkühn hinzu und spielte sie virtuos. Übrigens, als ich 40 Jahre später eine Aufnahme dieses Konzerts, ich glaube aus dem Jahr 1957, hörte, da merkte ich, wie musikalische Erinnerungsdinge in einem festhaken, sodass der Abstand von 40 Jahren plötzlich weg war und ich dachte, ja, genauso erinnere ich mich, hat er das damals gespielt. Wenn nun der Herr Wagener fragt, was er ist mit der krass ablehnenden Haltung zu Mozart, dann muss man sagen, na, so schlimm kann es mit der krassen Ablehnung nicht sein. Immerhin hat Glenn Gould sämtliche Klaviersonaten von Mozart gespielt und das Klavierkonzert in C-Moll, Klavierverzeichnis 491 von Mozart, hat er auch gespielt. Also wenn er den Mozart krass ablehnt, dann hätte er das nicht getan. Übrigens spielte er diese Stücke manchmal mit ganz verrückt raschen Tempi am Schluss. Ich habe das damals fürchterlich gefunden. Heute habe ich das Gefühl, ich habe ihm vielleicht ein wenig Unrecht getan. Denn in diesem Tempo liegt doch eine gewisse Besessenheit, eine Spannung, die weiß Gott nichts mit Mozart zu tun hat, die aber sozusagen von Glenn Gould her etwas Authentisches gewinnt. Gould und Mozarts Qualität waren die Fragen. Und vielleicht wird Herr Wagener sich wundern, wenn ich jetzt sage, ich verstehe sogar, warum der Gould einmal gesagt hat, Mozart sei nicht zu früh, sondern möglicherweise zu spät gestorben. Damit wollte Glenn Gould wahrscheinlich andeuten, dass Mozart als junger Komponist in gewisser Weise formal kühner war, als älterer, wo er reifer und tiefsinniger komponiert hat. Aber er hat natürlich in dem Klavierkonzert, nachdem Michael Wagener fragt, in dem S-Dur-Konzert, Körpersatz 271, da hat er tatsächlich Dinge gewagt oder im A-Dur-Violin-Konzert, die er später nicht mehr für nötig hielt. Dafür war dann der Mozart später plötzlich mit Bach zusammengekommen, mit Bachs Musik. Er hatte plötzlich den Sinn für Polyphonie noch erweitert. Er wurde reif, er erfand seine Kettenfinali in den Opern, er schrieb die Zauberflöte, er hat ein wunderbares Spätwerk hinterlassen, an dem der Glenn Gould sich nicht so vergehen sollte. Was die Klaviersonaten betrifft, würde ich sagen, sie sind vielleicht nicht ganz so schön wie die Mozartschen Streichquartette, wie die Violinsonaten und vor allen Dingen wie die Klavierkonzerte. Sind immer noch wunderbare, aber doch verhältnismäßig einfache Stücke, verglichen mit dem Reichtum eben der Konzerte und der anderen Werke. Ich habe das Gefühl, dass Mozart manchmal beim Komponieren der Klaviersonaten auch an seine Schüler gedacht hat, während er die Klavierkonzerte wahrlich für sich selber komponiert hat. Ich möchte schließen mit einem tollen Satz, den der Leonard Bernstein über Mozart geäußert hat. Er sagte nämlich, und das klingt doch besser als die maliziösen Frechheiten von Glenn Gould, er sagte nämlich, und als Mozart die Welt verließ, war sie neu, bereichert und durch seinen Besuch gesegnet.